Wort hat jetzt Abgeordneter Jörg Michael Müller, CDU-Fraktion. Bitte sehr, Jörg. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss jetzt mal meinen Beitrag etwas umdenken nach den Ausführungen. Ich soll Ihnen ja immer zuhören, Herr Kollege Rock, von Ihnen, der Sie uns gerade gesagt haben, wir würden uns eine gewisse Zumutung leisten, ganz spannend, und dann das begründet hat mit Ihren fortschrittlichen Betrachtungen im neuen Koalitionsvertrag in Berlin. Ich habe vorsichtshalber mal die Seiten mitgebracht, aus denen Sie jetzt dummerweise nicht zitiert haben. Denn nichts von dem, was Sie da behauptet haben, ist so im Koalitionsvertrag niedergelegt worden. Also wenn Sie sagen, wir müssen importieren, große Energiemengen, das steht da so nicht drin. Da steht auch nicht drin, wie Sie das so sich die Vorstellung machen, sondern es steht schlicht und einfach drin, das, was die Kollegin Kinkel tatsächlich hier vorgetragen hat, dass nämlich die erneuerbare Energie, der Ausbau der Windkraft ganz primär von Ihnen, übrigens von Ihnen ja auch persönlich mitverhandelt, einen prominenten Platz in der Energiepolitik dieser neuen Regierung hat, also unterstellt. Kollege Müller, der Kollege René Rock ist schon so erregt nach Ihren ersten Minuten. Also seid ihr alle bei. Moment mal bitte. Also Sie lassen keine Zwischenfrage zu. Doch. Doch. Ah, dann nicht so gut. Drehen Sie auf. Draufdrücken. Ja, Herr Kollege Müller, können Sie denn aus dem Koalitionsvertrag ein Ausbauziel für regenerative Energie für Onshore irgendwo zitieren? Können Sie das? Kollege Müller, bitte. Ja, natürlich nicht, das wissen Sie doch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen Sie doch unseren Antrag an. Und wir können doch auch ein bisschen stolz sein. Sie übrigens mit. Seien Sie doch einfach mal mit stolz, dass Sie mit beschlossen haben, dass Hessen Vorreiter bei der Vorgabe ist, dass 2% der Landesfläche zur Verfügung gestellt werden für den windenergetischen Ausbau. Ich finde, das kann man an dieser Stelle doch ausgesprochen vorbildhaft bezeichnen. Nur, wenn dann beispielsweise Kollege Grüger hier heftig kritisiert, das seien ja nur 1,9%. Herr Grüger, Sie sitzen doch auch in einer Regionalversammlung. Ihre Kollegen sitzen alle in Regionalversammlungen. Und da müssen Sie sich die Diskussion vor Ort doch mal anschauen, wie dann an dieser Stelle die Dinge verhindert werden und man versucht, diesen Ausbau, den man hier im Landtag immer sehr lautstark fordert, und man sagt immer, man sei so weg davon. Wir sind der Auffassung, dass wir den Kommunen, den Regierungspräsidien das Handwerkzeug in die Hand geben und sagen, ihr müsst 2% ausweisen, und hoffen natürlich, dass so viel Vernunft besteht, dass man es dann auch vernünftig macht. Und offenkundig ist es nicht so. Und ich kann an dieser Stelle nicht wirklich nachvollziehen, was Sozialdemokratie immer mit ausgesprochenen Vorwürfen an die Landesregierung reagiert, dass das nicht geschehen würde. Dann gehen Sie doch lokal schauen, in welchen Landkreisen welche Landräte sitzen, mit welchen Argumentationen dann dort gegen Windenergie argumentiert wird. Ich sage ja nicht, dass diese Argumentationen möglicherweise immer fehlerhaft sind. Man kann ja immer diskutieren über Inhalte. Aber man kann sich nicht hierher stellen und sagen, das müsst ihr aber machen, und lokal sagen, das wollen wir aber nicht. Das funktioniert an dieser Stelle nicht. Und deshalb muss man an dieser Stelle auch sagen, Konsequenz ist etwas Wunderbares. Man muss es nur von oben nach unten durchtragen. Und an diesem Punkt noch ein Satz. 2% der Landesfläche, das ist der Plan, das ist das Ziel, das sieht auch die Landesplanung exakt so vor. Und da gibt es auch gar nichts dran zu deuteln und zu rütteln. Und, lieber Kollege Rock, Sie haben es doch mit vereinbart. Erneuerbare Energien, klimaneutrale Energieerzeugung ist das Ziel der Zukunft und der Gegenwart. Und die Konversion, das haben wir oft genug hier diskutiert, macht allen viel Mühe. Das ist doch unstreitig. Aber Sie haben es doch selbst jetzt gerade in Berlin vereinbart, dass das für Sie ein Kernziel ist. Übrigens,
wenn uns Gummihaftigkeit vorgeworfen ist, die Partei der Wirtschaftsfreunde, lieber Kollege Rock, hat ja auch gerade mit vereinbart, indirekt sich zu verabschieden von einer Wachstumsbetrachtung der deutschen Wirtschaft. Der neue Wirtschaftsminister hat gesagt, das brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr. Also das ist auch etwas, was Sie an dieser Stelle gutieren. Hier natürlich wieder Konsequenz ist durchgängig. Hier sagen Sie, das ist natürlich alles ganz anders. In Berlin funktioniert es dann offenkundig auch nicht. Also 2%. Dann kommen wir mal, meine ich jedenfalls, zur Verwaltungsvorschrift Naturschutz Windenergie. Sie sagen, das wird in Europa gemacht und das können wir hier gar nicht mehr machen. Ganz so ist es natürlich auch nicht. Ich finde, es ist ein richtiger Ansatz, dass wir uns Gedanken machen, wie finden wir Handlungsanweisungen für Genehmigungspraxis bei der Errichtung von Anlagen, insbesondere auch von Windkraftanlagen. Und ich finde es aller Ehren wert, dass sich die Hessische Landesregierung die Mühe gemacht hat, diese unterschiedlichen Abwägungsprozesse in einer Verwaltungsvorschrift zusammenzufassen, diese Abwägungsvorschläge entsprechend niederzulegen und auf diese Weise ein wenig mehr Rechtssicherheit in die Verfahren zu bringen. Und es ist falsch, wenn Sie sagen, das Verwaltungsgericht habe gesagt, diese Verwaltungsvorschrift geht nicht so. Es ist einfach falsch. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, die Abwägung, die muss gründlich erfolgen. Die ist in diesem vorliegenden Fall möglicherweise an dieser Stelle gescheitert. Aber den Ansatz hat das Verwaltungsgericht nicht verneint, sondern es hat gesagt, wie ich es jedenfalls interpretiere, dass Interpretationsmöglichkeiten eine Hilfe sind für die Genehmigungsbehörden, die die Dinge beschleunigen können. Und das finden wir gut. Wir finden es gut, wenn Verwaltungsvorgänge beschleunigt werden und insbesondere Genehmigungsvorhaben von Anlagen, insbesondere in diesem Fall Windenergieanlagen, beschleunigt werden. Und in dem Antrag steht ja auch drin, dass diese Verwaltungsvorschrift Vorbild sein kann, auch für andere Genehmigungsverfahren. Und ich finde, das ist ein bedeutender Hinweis für die Zukunft unseres Landes. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch richtig, wenn wir sagen, dass die Hürden für erneuerbare Energieträger, wenn wir sie denn haben, nach Möglichkeit immer weiter abgebaut werden. Denn wir wissen, dass wir die Energiekonversion, komischerweise fordern wir es ja nahezu alle, dass wir die Energiekonversion brauchen. Wenn jetzt Dinge entgegenstehen, die wir in der Vergangenheit möglicherweise anders bewertet haben, ist es richtig, dass wir uns Gedanken für das Morgen machen oder über das Morgen machen und deshalb auch Hürden, wo sie denn bestehen, hinterfragen, die Sinnhaftigkeit hinterfragen und nach vorne schauen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Sinnhaftigkeit mit Ihnen möchte ich nicht darüber diskutieren, weil dann hört es ganz schnell auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer die Energiewende will, der muss etwas tun. Und ich finde, wir haben in Hessen immer, was die Aussichten nach vorne betrifft, mitgespielt und nicht nur mitgespielt, sondern auch vorbildhaft gehandelt. Dazu gehört die 2%-Betrachtung, dazu gehört jetzt neuerdings die Verwaltungsvorschrift, bei der wir neue Kriterien auflegen. Und dazu gehört auch, dass wir im Klimabereich, in der energetischen Versorgung, Photovoltaik und anderen Dingen vorne mitspielen. Und deshalb ist dieser Antrag gut. Und wir sind der Meinung, so machen wir weiter. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat der Abgeordnete Krüger, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es lohnt sich immer, ein bisschen Restredezeit aufzubewahren, damit man einige Falschheiten noch richtigstellen kann. Kollege Rock, ich habe keineswegs gesagt, dass Hessen nicht geeignet ist für Windkraft. Aber das war ein netter Versuch. Ja, Das Problem sind doch eher die Vorgaben bei der Suche nach geeigneten Windkraftorten, weil wir haben ja ganz viele wirklich herausragende Orte mit sehr windtöpfigen Standorten. Die bestehen in Hessen, nur die werden halt eben, ich habe das genannt, ja, werden durch Vorgaben im Landesentwicklungsplan, werden die halt zum größten Teil rausgenommen. Und dann bleibt halt eben nicht mehr so viel übrig. Da muss man sich dann halt eben, und das ist genau der Punkt, um den es dann am Schluss geht.
wenn man so viele unterschiedliche Vorgaben macht, die dabei eingehalten werden müssen, dann hat man am Schluss halt nicht mehr die wirklich guten Standorte. Und wir haben darüber ja hier schon häufiger geredet. Der Wirtschaftsminister hat auch mehrfach darauf hingewiesen, dass im Zweifelsfalle dann halt die Vorgaben entsprechend geändert werden müssen. Sie wurden nicht entsprechend geändert. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt halt eben keine 2% Vorrangflächen haben, obwohl wir mehr haben müssten. Und Kollege Müller, ja, ich bin Mitglied der Regionalversammlung Mittelhessen und in Mittelhessen haben wir 2,2%. Das ist exakt das, was ich gerade gesagt habe. Wir brauchen mehr als 2%. Das haben wir in Mittelhessen, das haben wir in Mittelhessen unter meiner tätigen Mithilfe geschafft. Und das müssten eigentlich wir überall anders schaffen. Und aber es ist nicht so, dass die CDU da die treibende Kraft wäre. Das ist nicht so. In keiner der Regionalversammlungen. Die treibende Kraft in dieser Frage ist und bleibt in dieser Frage immer die SPD. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rüge. Jetzt hat das Wort der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Ah, die Debatte verspricht lustige Punkte zu haben. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zur Sache und zum Anlass. Und der Anlass dieser Debatte ist ein guter. Wir haben viele Jahre in den Regionalversammlungen, in den Ministerien, hier im Hessischen Landtag, im Energiegipfel über das 2%-Ziel diskutiert. Und letzte Woche hat die Landesregierung den Teilregionalplan Erneuerbare Energien Südhessen genehmigt. Und damit haben wir in Hessen insgesamt 1,9% der Landesfläche als Vorrangfläche festgelegt. Wir sind damit eines von zwei Bundesländern, was das 2%-Ziel der Bundesregierung jetzt schon annähernd erreicht hat. Und darüber kann man sich auch mal freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zweitens, und da erinnern sich manche nicht mehr so dran, damit eine parteiübergreifende Vereinbarung aus dem Jahr 2012 umgesetzt. Die AfD war da noch nicht dabei, aber das tut auch nichts zur Sache, weil wenn es nach dem Herrn Lichert ginge, dann würden wir immer noch mit der Pferdekutsche herumfahren, weil früher war ja alles besser. Insofern lassen wir die mal außen vor. Wir haben uns darauf geeinigt und wir haben mit viel Arbeit vor Ort in den Regierungspräsidien dafür gesorgt, dass wir am Ende genau diese Vorranggebiete haben. Und ja, ja. Das heißt nicht, dass die Arbeit jetzt aufhört. Die Arbeit geht weiter. Wir arbeiten daran. Wir werden auch die Arbeit noch verstärken müssen, weil Teil der Einigung damals war, das Ziel bis 2050 die erneuerbaren Energien zu 100% zu haben. Das werden wir jetzt auf 2045 vorziehen. Das ist parteiübergreifend ebenfalls so beschlossen worden, weil die Große Koalition hat das im Bundestag noch beschlossen und die Ampelkoalition, Herr Rock, hat das jetzt auch noch einmal im Vertrag bestätigt. Also auch das ist eine parteiübergreifende Aufgabe. Aber ich bin mir sehr sicher, dass diese zentrale Herausforderung auch von der neuen Bundesregierung mit Schwung angegangen wird. Und Robert Habeck als jetzt zuständiger Minister hat ein Osterpaket und ein Sommerpaket an gesetzgeberischen Vorschlägen angekündigt. Und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das gibt Schwung. Das wird dafür sorgen, dass das noch einmal erneut Fahrt aufnimmt. Aber das wird auch bedeuten, Herr Kollege Rock, dass man sich auch vor Ort anstrengen muss. Das ist eine Aufgabe für die Länder, das ist eine Aufgabe für die Regionalversammlungen und das ist auch eine Aufgabe für jede Kommune in Hessen. Weil es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, den wir hier erleben. Und da ist es einfach nicht genug, wenn man immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern dann müssen halt alle was tun. Und ja, wir sind in Hessen in den letzten Jahren wirklich gut vorangekommen. Und Herr Kollege Rock, ich weiß ja immer nicht, Sie drehen sich die Zahlen immer so, wie es Ihnen gefällt. Und Sie zitieren dann auch welche, die vielleicht auch gar nicht mehr stimmen. Ich will es mal vorsichtig sagen. Also, ich stelle fest,
Wir waren 2020 das zweite Jahr in Folge bei über 50% erneuerbare Produktion des in Hessen erzeugten Stroms. Das ist eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist eine Verdoppelung seit 2013. Genau daran haben wir in den letzten Jahren gearbeitet. Und jedes Windrad, Herr Rock, und jedes Windrad, das in Hessen aufgestellt wird, reduziert die Braunkohlestromimporte aus Nordrhein-Westfalen. Ja, natürlich gibt es die. Ja, natürlich gibt es die. Übrigens, Hessen war selbst als Biblis noch gelaufen, ist immer ein Stromimportland in Anführungszeichen. Aber natürlich ist auch klar, wenn wir die Energiewende hier machen, dann werden wir dazu beitragen, dass genau diese, ich sage es jetzt mal, bessere Eigenversorgung mit dem Ergebnis, weil der Zubau hier erneuerbar erfolgt, nämlich dazu führt, dass wir die aus anderen Ländern, die vielleicht anders erzeugt werden, nicht mehr brauchen. Da müssen Sie mal erklären, was Sie eigentlich dagegen haben. Und das Zweite ist, ja, es gibt noch die anderen Bereiche, aber auch da haben Sie gerade eine Zahl hier genannt, die einfach nicht stimmt. Ich empfehle den Energiemonitoringbericht, den hatten Sie alle im Fach vor ungefähr einem Monat mit vielen Daten und Fakten, Fakten, Herr Rock, und da kann man das nachlesen. Wir sind beim Endenergieverbrauch insgesamt, also nicht nur im Strombereich, 2020 bei 13,7% gewesen. Ja, das war auch ein besonderes Jahr, Stichwort Corona. Aber 13,7% sind halt eine etwas andere Zahl. Ne? Strombereich über 50%, gesamte Bereiche 13,7. Das heißt, wir haben auch noch sehr viel Arbeit vor uns, aber wir haben auch einiges erreicht in den letzten Jahren und müssen weiter daran arbeiten. Und Herr Rock, also ich gebe offen zu, ich war ja in der Mobilitätsarbeitsgruppe bei den Verhandlungen auf Bundesebene. Sie waren in der Energiegruppe. Ich hätte Ihnen das gar nicht zugetraut, dass Sie da ein 80%-Ziel Erneuerbare beim Strom für 2030 mitverhandeln. Aber ich kann Ihnen auch sagen, Herr Rock, das wird nicht funktionieren, indem man dann immer sagt, ganz woanders und alles offshore. So funktioniert das am Ende nicht. Wenn man das verhandelt, und so ganz nebenbei, je mehr Offshore, umso mehr Stromleitungen. Auch da müssen Sie einmal darüber nachdenken, was Sie am Ende auch dann immer vor Ort für Positionen vertreten. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wir werden insgesamt, und zwar alle miteinander, und zwar auf jeder Ebene dafür sorgen müssen, dass wir diese Ziele erreichen, weil das ist die Aufgabe unserer Generation, diese Menschheitsherausforderung, Klimaschutz, am Ende auch durch die Transformation unserer Wirtschaftsweise auf am Ende nachhaltiges Wirtschaften. Und da gehört die Energiewende dazu, dass wir das auch schaffen. Und da werden alle mitarbeiten müssen, und zwar auch dann, wenn es schwierig wird und sich nicht immer in die Büsche schlagen können. Und insofern, Stichwort, das haben wir erreicht. In den letzten 10 Jahren ist in Hessen der Anteil der Kohle an der Stromproduktion von 1/3 auf 1/10 gesunken. Das ist doch, ja, das ist ein Ergebnis, dass auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien deutlich ausgebaut wurden. Das korrespondiert ja miteinander. Wir erzeugen also den Strom in Hessen immer nachhaltiger, immer umweltfreundlicher, immer klimafreundlicher. Und auch das ist eine der Aufgaben, die wir in den nächsten Jahren haben, genau an dieser Stelle weiterzuarbeiten. Und ja, das bundesweite Flächenziel von 2%, das haben wir in Hessen annähernd erreicht mit 1,9. Ich habe es ja schon gesagt, eines von 2 Ländern. Und ich will sagen, ja, wir haben auch lange über die Frage gestritten, ob es dann auf der anderen Seite Ausschlusswirkung geben soll, Stichwort 98%. Aber die Idee, dass man an der Bündelung von Windkraftanlagen arbeiten soll, dass man sagen muss, da kommen Sie hin, da sind die Abstandsregeln eingehalten, da sind wir am Ende dabei, voranzukommen. Und im Umkehrschluss heißt das eben auch, 98% der Fläche bleiben frei. Das ist am Ende letztlich natürlich eine friedensstiftende Position. Und dass die Bundesregierung dieses Ziel jetzt übernommen hat, da können wir uns in Hessen am Ende, 10 Jahre nach dem Energiegipfel, durchaus was drauf
einbilden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen finde ich, an dieser Stelle kann man auch mal sich freuen. Wir haben ja an der Frage der Ergebnisse, wir werden da auch weiter dran arbeiten. Wir werden noch in diesem Jahr die Novellierung des Hessischen Energiegesetzes hier haben. Das kann ich an dieser Stelle schon mal ankündigen, weil all das muss am Ende vor Ort auch umgesetzt werden. Und ich glaube, dass wir da eine weitere gemeinsame Arbeit vor uns haben, dass aber auch andere inzwischen erkannt haben, dass man sich da durchaus auf Hessen berufen kann. Ich habe Ihnen mal eine Zeitung mitgebracht vom Montag. Sie wissen ja, dahinter steckt immer ein kluger Kopf, manchmal auch bei den Kommentatoren. Und da gab es auf der Seite 1 einen wunderbaren Kommentar. Da steht, Hessen hat es längst vorgemacht, wie der Ausbau der Windkraft gelingen kann. Es ist an der Zeit, dass möglichst viele Landesregierungen dem 10 Jahre alten Beispiel Hessens folgen. Die notwendigen Vermittlungs- und Abwägungsprozesse können nicht von Berlin aus gesteuert werden. In einem föderalen Staat ist es Aufgabe der Landesregierungen, vor Ort Verantwortung zu übernehmen und an einem möglichst breiten Konsens zu arbeiten, auch wenn man sich damit nicht unbedingt beliebt macht. Und deswegen arbeiten wir genau daran. Und die Verwaltungsvorschriften sind ebenfalls ein Teil dieser Arbeit. Wir wollen dafür sorgen, dass auf diesen 2%, die jetzt als Vorrangfläche zur Verfügung stehen, natürlich dann auch Windräder entstehen. Und da ist es immer eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Interessen. Und wir haben den Natur- und Artenschutz von Anfang an mitgedacht. Wir wollen eben auch, dass wir am Ende beides hinbekommen. Erneuerbare Energien, Klimaschutz und Artenschutz. Und ich bin überzeugt davon, das geht, wenn man es will und Lösungen sucht und nicht immer nur Probleme beschreibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein letzter Punkt. Herr Minister, denken Sie an die Redezeit. Schluss. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass wir natürlich über die Frage auch diskutieren werden, wie wir die einzelnen Genehmigungen wieder in Gang bringen können. Ja, und da ist angekündigt worden, dass vieles, was uns bisher auf Bundesebene, ich sage mal, nicht ganz einfach gemacht wurde, auch in Zukunft besser wird. Und ja, 18 neue Windräder im Jahr 2021, Entschuldigung, waren mir nicht genug in Hessen. Zur Wahrheit gehört dazu, Herr Grüger, Sie haben Brandenburg genannt. In Brandenburg wurden sogar 15 stillgelegt. Also gucken Sie noch einmal in die Zahlen der Deutschen Windkraft. Ja, ja, wenn Sie das eine und das andere aufrechnen, dann müssen Sie das andere genauso tun. Ne? Also so viel Ehrlichkeit brauchen wir dann schon. Ja, das war mir zu wenig. Aber wir haben letztes Jahr auch gesehen, es zieht wieder an. Wir haben nämlich 2021 18 neue Windräder in Hessen errichtet. Das sind die vorläufigen Zahlen. Wir haben aber 2021 45 neue Genehmigungen gehabt in Hessen. Und wir haben 67 neue Anträge gehabt. Und da sieht man schon, in welche Richtung das funktioniert. Und dann kann ich Ihnen an dieser Stelle nur sagen, dann muss man aber nicht nur sozusagen abstrakt über diese Frage diskutieren, sondern muss vor Ort dann auch seinen Beitrag dazu leisten, dass diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfüllt wird. Wir arbeiten da weiter dran als Landesregierung. Die Koalition in Hessen arbeitet weiter daran. Die Koalition auf Bundesebene arbeitet auch daran. Und wenn die Opposition im Hessischen Landtag auch noch mittut, dann kann es nur umso besser sein. Vielen herzlichen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Lieschert, AfD-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt natürlich wieder eine schöne Vorstellung von, ich zitiere wohlgemerkt, Teflon Tarek, und zwar die Inszenierung von Haltet den Dieb. Der Herr Minister hat in seiner Eröffnungsstellungnahme ja mir gewissermaßen vorgeworfen, ich wollte in vormoderne Zeiten zurück. Und das Putzige ist, dass aber alle Maßnahmen der Regierungen plural rund um das Thema Energiewende ja dafür sorgen, dass die zivilisatorischen Errungenschaften im Bereich unserer Energienetze, dass gerade die immer stärker gefährdet werden. Deswegen haltet den Dieb, und das machen wir nicht mit.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier auch eine andere Inszenierung gesehen, nämlich ein geradezu Wettrüsten bei Ausbauzielen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der größte Klimaretter im Land? Und da geben wir gerne zu, dass wir bei diesem Spiel auch nicht mitmachen. Aber meine Damen und Herren, ich habe mit meiner Wortmeldung vorhin versucht aufzuzeigen, was die Kollateralschäden Ihrer Politik sind. Und Sie können sich doch nicht im Ernst hier hinstellen, in Anbetracht der sozialen Verwerfungen, die ich ja nur angerissen habe, und die Probleme, die weiterhin ungelöst sind, einfach negieren. Das geht nicht. Das ist verantwortungslos den Bürgern gegenüber. Wo ist die Lösung für die Frage der Stromspeicherung? Wo sind denn die Netze, von denen auch seit Jahren fabuliert wird? Und wo sind die grundlastfähigen Kraftwerke, die Kern- und Kohlekraftwerke ersetzen wollen? All das gibt es nicht. Und Prinzip Hoffnung finde ich persönlich sympathisch, aber das darf doch nicht das Prinzip von Regierungshandeln sein, meine Damen und Herren. All das, was Sie hier vorantreiben wollen, kostet unheimlich viel Geld. Dieses Geld nehmen Sie den Bürgern weg. Es wird die Basis für Deutschland als Industrieland dadurch unterminiert. Und das muss Ihnen doch hoffentlich klar werden. Selbst wenn dadurch kein einziger Arbeitsplatz verloren ginge, wäre es trotzdem ein Anschlag auf den Wohlstand unseres Landes und unserer Bürger, weil wir für das, was wir längst hatten, immer mehr Geld ausgeben müssen, nämlich eine zuverlässige Energieversorgung. Und dass Sie über die sozialen Verwerfungen, die Sie dadurch erzeugen, dass Sie da so nonchalant hinweggehen, das zeigt, dass Sie die legitimen Interessen der Bürger auf dem Altar Ihrer Klimaideologie zu opfern bereit sind. Und das ist in höchstem Maße verwerflich. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Lieschert. Jetzt hat das Wort der Abg. René Rock, Vorsitzender der FDP-Fraktion, Seligenstadt. Seligenstadt ist keine kleine Stadt, Kollege. Das ist was anderes. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Minister Al-Wazir, dieser Versuch, immer mit Zahlen hier rumzuschwurbeln, das mag ja ein Versuch wert sein. Ich will es noch einmal in einfachen Worten erklären. Wenn wir über CO2-Ausstoß in Hessen reden, dann müssen wir doch darüber reden, wie und wie viel Energie hier verbraucht wird und wie die erzeugt worden ist und wie viel CO2 in die Luft geht. Das muss doch der Kennwert sein, auf dessen Grundlage wir unseren Erfolg messen. Und das macht übrigens jeder auf der Welt, dass er und Sie auch mit Ihrer Klimabilanz, ja, Frau Hinz nicht da, die sie vorgelegt hat, genau so messen Sie den Erfolg. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen, da gibt es auch keine zwei Zahlen. Und wenn Sie diese Bilanz zugrunde legen, und ich habe ja gesagt, ich spreche über 2019, weil die unter Corona-Pandemie gemessenen Zahlen sind ja nicht, da ist die Industrie eingebrochen, das kann man doch nicht wirklich realistisch werten. Und es ist zynisch, das dann womöglich als politischen Erfolg zu verkaufen, den unsere Bürgerinnen und Bürger an einer anderen Stelle bitter bezahlt haben. Also habe ich mich auf die Zahlen 2019 bezogen. Die können Sie doch im Energiebericht nachlesen, auf Seite 27 Ihres eigenen Berichtes. Wir beziehen uns doch immer nur auf das, was Sie als Landesregierung vorlegen, auf nichts anderes. Und da können Sie einfach feststellen, und in der Klimabilanz von Frau Hinz können Sie feststellen, deutschlandweit über 5% CO2 eingespart von der Energie, die in Deutschland, von der CO2-Menge, die in Deutschland emittiert worden ist, und in Hessen 0,2%. Und dann können Sie immer mal über ein Windrad links und ein Windrad rechts reden, aber das sind doch einfach Fakten, die Sie als Regierung vorgelegt haben. Und mehr machen wir nicht. Wir messen Sie an Ihren eigenen Zahlen. Und dann können Sie nicht hier hingehen und die Aussagen des Abgeordneten diskreditieren, indem Sie sagen, Sie wissen nicht, wo Sie die Zahlen haben. Wir haben die aus Ihrem Energiebericht und aus Ihrer Energiebilanz 2019. Okay, Sie können sagen, Sie wollen die 2021er Zahlen nutzen. Aber dann reden wir gerne auch über die 2021er Zahlen und müssen die halt einordnen. Aber das, was ich hier vorgetragen habe, ist valid und es bezieht sich auf das, was Sie veröffentlicht haben.
Und Herr Krüger hätte schon dazwischen gerufen, wenn die falsch gewesen wären, die Zahlen. Und Sie haben ja auch nicht bestritten, die Zahl, die der Herr Krüger vorgetragen hat, nämlich, dass wir 18 Windräder ans Netz gebracht haben in Hessen 2021 und 2020 waren es aber nur 25. Also ist es von 2020 auf 2021 schlechter geworden, besser. Also der Trend ist nicht so, dass er positiv ist. Und Sie wissen genau, dass in Hessen eine Genehmigung für eine Windenergieanlage noch lange kein Bau ist. Weil die wird beklagt. Wie Sie ja selbst gesagt haben, wird jede Genehmigung beklagt. Und wenn Sie so oft verlieren, vielleicht liegt es auch an der Art, wie Sie die Genehmigung aussprechen. Vielleicht sind die auch nicht rechtssicher genug. Ich weiß es nicht. Also von daher bleiben Sie bei den Zahlen, die Sie vorlegen. Und dann kann ich nur noch wiederholen, Grün wirkt für mich verwelkt. Also alles, was Sie angekündigt haben, haben Sie nicht gehalten. Bis heute warten wir auf Ihr Klimaschutzgesetz. Bis heute erwarten wir auf Ihre Regierungserklärung. Bis heute sind das alles nur Ankündigungen. 3 Jahre Regierung, keine Initiative zum Klimaschutz. Dazu können Sie immer noch nichts sagen an dieser Stelle. Stattdessen versuchen Sie mir zu erklären, der ich in der Energiearbeitsgruppe saß und verhandelt habe, wo man in der Zeitung lesen konnte, wie oft wir rein und rausgegangen sind. Ja, wie schwierig das war und dass Sie dann gesagt haben, wir haben hier Ideen und Zahlen und die wollen wir umsetzen. Und die haben wir jetzt mal reingeschrieben, dass wir gesagt haben, ja, wenn ihr das schafft, ist ja super, wir sind ja nicht dagegen. Aber wir hätten gern mal festgelegt, wo das erzeugt wird, wo das gebaut wird. Und dann gucken Sie mal in den Koalitionsvertrag und da sehen Sie ein Ausbauziel für Offshore-Windenergie. Sie sehen ein Ausbauziel für Solarenergie, Sie sehen aber kein Ausbauziel für Onshore-Wind. Ja, ich habe das verhandelt, ich weiß das. Und Sie wissen auch, dass an der Stelle die Gaskraft eine entscheidende Rolle spielt. Und das haben Sie zugestanden in den Sondierungsgesprächen. Also sagen Sie kein Wort. Und natürlich müssen die Wasserstoff-ready sein, die Gaskraftwerke, weil Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen wird als Energieträger. Auch da sind wir uns einig, da müssen wir uns gar nicht streiten. Und wie der Wasserstoff erzeugt wird, würde über Jahre natürlich immer stärker regenerativ sein. Auch da bin ich doch bei Ihnen. Aber versuchen Sie mir doch nicht dauernd die Welt zu erklären, wenn ich dabei war und Sie waren in dem Verkehrsausschuss gelesen, konnten wir ja im Spiegel Ihrer Beteiligung nachverfolgen. Das wurde ja gewürdigt. Ich kann nur sagen, wir glauben, dass es wichtig ist, CO2 zu sparen, schnell und zu geringen Kosten. Weil sonst die Akzeptanz für diese Politik ganz schnell schwinden wird. Und darum haben Sie an der Stelle, wenn Sie diese Prämissen setzen, die Freien Demokraten in Ihrer Seite. Und ich glaube, dass die Bundesregierung an der Macht der Fakten auch diesen Weg gehen wird. Und dann, glaube ich, kann das auch in Berlin eine gute Sache werden. Aber immer nur auf einen Punkt schauen und einen Punkt betonen, aber nicht die Gesamtheit mal darzustellen und dann immer von links nach rechts die Sachen zu schieben. Lassen Sie uns hier hessische Landespolitik machen, da ist die Verantwortung klar, da haben Sie nichts vorzuweisen. Und in Berlin sind wir doch Seite an Seite und versuchen, dieses Land voranzubringen. Dann lassen Sie uns das auch gemeinsam machen, und zwar mit beiden Schwerpunkten, die in dieser Energiepolitik sind, nämlich den verlässlichen, grundlastsicheren Gaskraftwerken, die wasserstoffready sein sollen, und Ihren Windrädern und Solaranlagen, nach meiner Prämisse ein bisschen mehr auf dem Meer als auf hessischen Hügeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege René Rock. Jetzt hat das Wort der Kollege Michael Müller, CDU-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Rock, Ihre Zahlen sind richtig, aber Ihre Zahlen sind auch gleichzeitig falsch. Was Sie nämlich immer völlig verleugnen, ist einmal die Situation von Hessen in der Lage. Und was Sie dann immer verleugnen, ist die tatsächliche Steigerung von Produktion und Industrieproduktion. Sie erzählen hier, die Industrie sei zusammengebrochen. Muss der Finanzminister mal was zu sagen, wie denn bei der Industrie die Steuereinnahmen sich entwickelt haben? Ich kann Ihnen nur sagen, die Industrieproduktion in Hessen im Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2019 industrielle Produktion um 5% gestiegen. Und wenn Sie das in Relation zu Ihren Zahlen sehen, dann können Sie den Minister doch nur loben. Da ergibt sich doch im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt ein relatives Plus. Und von daher ist es einfach falsch, was Sie sagen. Hessen ist auch, was die CO2-Einsparung betrifft, vorne und nicht hinten, wie Sie behaupten. Und, lieber Kollege Rock, hören Sie auch auf mit so Chimären, indem Sie sagen, ich habe die Gaskraftwerke verhandelt, der Minister hat ja irgendwas Unwichtiges verhandelt, und wir haben dafür gesorgt, dass die Wasserstoff ready sind und sonst was. Dann lesen Sie sich doch die Koalitionsvereinbarung durch. Da steht 2022, also im Jahr
2 der neuen Regierung, also quasi in der Hälfte, kommt dann ein Gesetz, wo Sie das ermöglichen wollen. Und unabhängig davon steht dann zum Thema Wasserstoff- und Gaskraftwerke nur, dass sie ready sein sollen. Aber wesentliche Voraussetzung die Versorgung mit fossilem Gas ist. Und das ist doch der Unterschied. Und wissen Sie, das kann man nicht schön oder schlecht reden. Es ist einfach so. Aber Sie können es nicht im Gegensatz zu dem sehen, was der hessische Minister für Wirtschaft hier ausgesagt hat. Im Gegenteil, es ist so. Wir sind und bleiben vorn. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Jetzt kommt der Kollege Stefan Grüge, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Rock! Die Tatsache, dass ich nicht dazwischenrufe, heißt natürlich nicht, dass ich zustimme. Also, aber ich muss da dem Kollegen Müller danken. Er hat das bereits schon richtig gestellt. Ihre Rechnungen in Sachen CO2, die sind haltlos. Ja, und das wissen Sie. Ja, die stehen im, Sie nehmen den Energiebericht, den Energiemonitorbericht, ja, und schauen sich da einzelne, picken sich da einzelne Sachen heraus und stellen die in ein falsches Verhältnis zueinander. Ja, und dann sagen Sie, das steht aber alles im Monitoringbericht. Also ja, aber so kann man nicht arbeiten. Das geht einfach nicht, und das sollten Sie auch wissen. Noch mal zu dem, was der Minister gesagt hat. Herr Al-Wazir, es ist richtig, in Brandenburg sind 15 Windkraftanlagen abgebaut worden und 104 dazugebaut worden. Und es sieht ein Blinder mit Krückstock. Es ist ein Unterschied, ob 104 dazu und dann 15 abgebaut werden oder ob 18 dazu und 6 abgebaut werden. Also das Verhältnis ist einfach trotzdem sehr, sehr schlecht für Hessen. Und, aber wir sind uns da doch einig, dass in Hessen einfach mehr passieren muss. Und dass wir, also es ist eine gemeinschaftliche Anstrengung, die wir da unternehmen müssen. Und natürlich kommt es uns als Opposition zu, darauf hinzuweisen, dass mehr getan werden muss und wo immer wir da Einfluss drauf nehmen können, auch dafür zu sorgen, dass mehr getan wird. So, und da muss man natürlich dann auch darauf hinweisen, dass 1,9% halt nicht 2% sind. Das ist, also diese Zahlenspielerei kriegt man einfach nicht hin. 1,9% sind keine 2%. Da kann man auch nicht sagen, Ziel erreicht. Nein, das Ziel ist nicht erreicht. 1,9% sind nicht 2%. Und das, obwohl wir alle wissen, wir müssen mehr als 2% ausweisen. Wir müssen mehr als 2% ausweisen, damit wir nachher die 2% Flächenziel erreichen. So, das heißt, da muss halt nachgearbeitet werden. Und Herr Minister, das heißt natürlich auch, dass man sich dann noch einmal anschauen muss, wie sind eigentlich die Vorgaben, die gemacht werden, die Vorgaben im Landesentwicklungsplan, die naturschutzfachlichen Vorgaben, und was kann da getan werden, um dann tatsächlich nachher 2,2, 2,3% ausgewiesene Fläche zu haben, damit wir nachher auch wirklich auf 2% der Landesfläche Windkraftanlagen haben. Und ich mache ja sein, dass Sie das jetzt hier so nicht zugeben können, aber das ist doch unser gemeinsames Ziel, dass wir nachher tatsächlich realiter 2% Windkraftanlagen haben. Und jetzt noch mal ganz kurz zum Thema, warum machen wir das eigentlich alles? Das hat nicht nur etwas mit Klimaschutz zu tun, sondern das hat natürlich auch etwas mit dem Atomausstieg zu tun. Warum? Wie kam es denn zu dem hessischen Energiegipfel? Da war doch vorher, war doch was. Was war denn da? Fukushima war da. Da haben wir uns alle zusammen hingesetzt und gesagt, wie kriegen wir das denn hin, ja, dass Biblis abgeschaltet werden kann und wir die Energiemenge ersetzen können. So sind wir doch zu dem Ergebnis gekommen. Das ist doch der Grund, warum wir uns diese Ziele vorgenommen haben. Das hat jetzt nicht erstmal etwas damit zu tun, dass hier irgendwie Klimaschutz erreicht werden musste, sondern wir haben eine energiepolitische Aufgabe hier in Hessen gehabt, und wir haben sie gemeinsam angenommen, damals noch mit der FDP. Und da auf diesem Weg sind wir. Auf diesem Weg sind wir. Und es ist doch völlig klar, was die Kosten dieser ganzen Geschichte angeht, also dass die Populisten sich da hinstellen und sagen,
Die Kosten explodieren, und das hat alles etwas mit der Energiewende zu tun. Das ist völlig klar. Das ist, so machen das halt Populisten. Ja, aber dass die Kosten explodieren, weil die Kosten der fossilen Energien explodieren, das verschweigen Sie. Das ist aber die Wahrheit. Und die günstigste Energieversorgung, die wir uns aufbauen können, ist halt eine, in der nicht zwei Systeme parallel laufen müssen, sondern in der ein System, und das System der erneuerbaren Energien, alleine dafür sorgt, dass wir eine sichere Energieversorgung haben. Und dafür kämpfen wir. Vielen Dank, Kollege Krüger. Jetzt hat die Frau Abg. Kaya Kinkel, BÜNDNIS 90 GRÜNEN. Kaya, bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin kein Mann, deshalb fasse ich mich etwas kürzer. Ich möchte noch einmal auf den Kollegen Rock eingehen, der an der Stelle immer die verschiedenen Begrifflichkeiten Primärenergie, Endenergie und den Energiebedarf schlicht durcheinanderwirbelt. Herr Kollege Rock, wir haben die Sektorkopplung. Wir werden in Zukunft weniger Energie verbrauchen, aber wir brauchen mehr Strom. Und das liegt daran, weil wir viel mehr Anwendungen haben, die durch Strom gedeckt werden. Wir haben die Wasserstoffinfrastruktur, die ja von Ihnen auch immer vorangestellt wird. Frau Kollegin Kinkel, der Kollege Rock ist so begeistert von Ihrem Beitrag, dass er eine Zwischenfrage stellen möchte. Ich weiß nicht, ob das in Ihr Zeitkontingent passt. Passt nicht rein, dann lassen wir es, macht es nachher. Wir brauchen den Strom für die verschiedenen Anwendungen in der Wärme, in der Mobilität und eben auch für die Wasserstoffinfrastruktur, die Sie immer vorantreiben. Und deshalb brauchen wir natürlich auch den Ausbau der erneuerbaren Energien bei uns hier in Hessen. Das geht überhaupt nicht, dass Sie sagen, die Windräder müssen immer nur woanders gebaut werden, aber nicht hier bei uns. So schaffen wir die Energiewende nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es ausgeführt, wir ergreifen in Hessen die Maßnahmen, um die Energiewende voranzubringen. Und dazu gehören so kleine Schräubchen wie die Verwaltungsvorschrift Windenergie oder wie die Vereinbarung mit den Naturschützern und den Projektierern. Das alles trägt dazu bei, dass die Akzeptanz steigt, auch vor Ort. Und da möchte ich einmal an alle appellieren, die ja hier so große Worte auch für die Energiewende gesprochen haben. Bitte setzen Sie sich dann auch vor Ort, wenn es konkret wird, für die Windkraftanlage vor Ort ein. Und finden Sie nicht irgendwelche fadenscheinigen Gründe, warum das dann vor Ort doch wieder nicht realisiert werden kann. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bringen die Energiewende voran. Der Antrag zeigt das ganz deutlich, und ich freue mich, wenn wir in Zukunft alle zusammen an dem Ziel arbeiten, 100% Versorgung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Jetzt sind wir am Ende der Debatte. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Antrag der Fraktion der CDU und der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD in den Ausschuss.